Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 16 und wir spielen weiter im Ultimate Team Modus im Einzelspieler, in der Einzelspielersaison. Und ja, wir setzen das Ganze mal fort hier. Achso, warte, Quatsch, wir müssen ein bisschen durchtauschen, denn einige sind doch mit ihrer Kondition am Ende. CDM, da kommt der Lustenberger mal wieder rein. Und hier kommt der mal rein. Verdammt. Ja, ist aber weiter. Ist alles gespeichert, sauber und... Auf ins nächste Spiel. Wir haben auch noch ein schwierigeres Spiel vor uns, aber das müsste das nächste oder übernächste sein gegen Celtic Glasgow. Sie haben natürlich schon eine bessere Truppe als die Gegner, die wir so in letzter Zeit hier kriegen. Oh, was für ein schlechter Pass auf De Jong. Was für ein schlechter Pass auf De Jong. Oh, geil. Den Ball hat er sich vorher so gut erarbeitet mit seiner Grätsche. Das hätte ich ihm gegönnt. Boah, den habe ich drin gesehen. Ich glaube, es war schon wieder Luc de Jong. Sami wieder. Nein! Oh, fuck. Den Nachschuss hätte ich im Prinzip nur... Da hätte es gereicht, nur einen ganz leichten Schuss anzusetzen. Ja, gib ihm einfach einen Elbow. Schön gemacht. Super Kombinationsspiel. Nein! Oh Mann, ey. Da hätte ich einen normalen Pass machen sollen, keinen Steilpass. Was für ein Schuss, Mann! Also ich verschenke hier gerade die Chancen, wenn sich das nicht noch rächt. Und das war ja mal richtig schlecht. Wieder den Ball einfach so hergeschenkt. What? Was macht er denn?
Ne? Och komm. Sei mal nicht kleinlich. Da rettet der Adler. Schade. Im Passen ist der De Jong nicht so der Burner. Oh, Leute, wie sie sich manchmal selber die Bälle verhunzen da. Das kann ich echt nicht akzeptieren, ey, so ein Spielverhalten. Ja, genau, Alter. Zieh doch gleich ab, ey. Kannst doch gleich einen Torschussversuch probieren, wenn du so doll schießt, ey. Hä? Will auf Zeit spielen oder was? Boah, ey. Was für ein gutes Abwehrverhalten. Der Ball. Scheiße. Der Ball war wiederum richtig schlecht. Ja, gut, Eigenverschulden, ne? Wenn man so schlecht spielt, wie ich es gerade tue, muss man sich nicht wundern, wenn man Dinge reinkriegt. Oh Mann, ey, jetzt gib mir den Ball, ey. Gib mir den Ball! Nein! Ja, ey, wie der Keeper von denen einfach mal alles hält, ey, das nervt mich auch schon wieder. So, jetzt müssen wir in der zweiten Halbzeit Gas geben. Das kann so nicht sein. Das kann's nicht sein. Ach, der zieht so durch. Ist richtig, ist richtig. Ja, dieses immer, ey, das ist ständig passiert, das irgendwie. Das ist dieses Team. Weil die Teamchemie hier nicht stimmt bei mir. Die laufen sich selber. Oh, fuck yourself, ey. Alter, wie kommt der denn auf einmal so schnell zu mir? Oh, Jungs, ey.
Da macht ein Bronzespieler, zieht ein Goldspieler ab. Ey, das ist doch nicht normal. So, ich muss jetzt endlich... Muss mal was passieren jetzt. Oh Mann! Schieß aufs Tor, Mann! Was ist denn los bei dir? Oh, ey, dieser Torhüter! Was ist denn los bei dem? Ja, noch eine Ecke. Boah, schlecht, ey. Immer ist jemand im Weg. Ich fass es nicht. Danke. Und nächster Angriff, los. Lauf doch. Hält sich doch durch, ey. Und da haben wir das Tor. Nein. Bitte nicht. Mann, ey. Dann stellt er sich auch noch ins Abseits. Das war so hoch verdient, ey. Und auf nach vorn. Ne. Ne, ey, Alter, was ist denn los bei dir? Ja, komm! Ey... Boah, fick dich, ey.
Ja! Warte mal. Wenn ich ein Unentschieden hätte, dann hätte ich jetzt 7 Punkte. Dann könnten wir trotzdem mit den Spielen, die wir haben, durchkommen. Also mit 6 Spielen. Dann kommen wir genau auf 16. Das heißt, ich darf, muss die restlichen Spiele alle gewinnen. Ja gut, dann müssen wir jetzt halt die restlichen Spiele gewinnen. Okay, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo, einen Kommentar oder einen Daumen da lassen würdet. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.